Der Raum der Beziehungen. Immer dann, wenn du meinst, Probleme mit einem Menschen zu haben oder im Schmerz der Trennung bist, hilft folgende Visualisierung. So werde ganz ruhig und lasse dich von deinem Atem in die Tiefe deines Körpers führen, damit du empfinden kannst, was in dir ist. Schließe deine Augen und beginne mit den inneren Lichtern zu schauen. Jedes Ausatmen lässt deinen Körper noch schwerer werden und du gibst dir Zeit, in einen wundervollen Zustand der Ruhe zu kommen. Jetzt stelle dir eine Treppe vor deinem geistigen Auge vor. Diese Treppe führt dich in deinen Raum der Beziehungen mit diesem ausgesuchten Menschen. Und jede Stufe, die du hinuntergehst, hilft dir, in Kontakt zu kommen mit dieser dir wichtigen Person. So gehe ruhigen und sicheren Schrittes immer tiefer hinein in deine Welt der Innerlichkeiten und nehme wahr, was in dir geschieht. So ganz als Beobachter darfst du dich fühlen. Jetzt öffne die Tür zu dem Raum der Beziehung und trete erfühlend und erwartend hinein. Fühle die ganze Atmosphäre und lass dich ganz darauf ein, denn der dir wichtige Mensch wird nun erscheinen und sich genauso zeigen, wie er in dir ist. Schaue, wo er steht und nehme wahr, wie er steht. Was spürst du von ihm? Was geht von ihm aus? Was möchtest du noch von ihm bekommen? Und was erwartest du, dass er für dich tut? Sage ihm all das, um dann wieder die Veränderung in dir zu spüren. Bewege dich in dem Raum zu ihm hin und von ihm fort. Benenne alles, was in dir ist, sei es Trauer, Wut, Zorn oder Liebe. Lass es heraus und fühle es heraus. Gib dir und deinen Gefühlen Raum in diesem Raum. Jetzt frage dich aus der Tiefe, was er dir noch geben soll. Liebe? Anerkennung? Hilfe? Oder gar Schmerz und Leid?
erlaube dir auch diese Dinge wahrzunehmen. Wenn es in dir ist, sende Vergebung zu dieser Person. Doch nur in dem Maße, wie du es gerade dort vermagst. Jetzt gehe hinaus aus dem Raum. Verabschiede dich. Gehe die Treppen hinauf mit der Absicht, dich von allen Verstrickungen zu lösen. Suche dir einen sicheren Ort in der Natur. Lasse innere Helfer und Krafttiere, Engel und Geister erscheinen, damit sie dir deine Bedürfnisse abnehmen. Sage zu ihnen, was du brauchst und suchst, und lasse dich beschenken. Jetzt fühle das Geschenk in dir, in deinem Körper. Gehe mit deiner ganzen Aufmerksamkeit dort hinein und atme es ein, denn so wird es zu einem Teil von dir. Bedanke dich. Jetzt lasse die Person hier an deinem Ort erscheinen und sage, dass du alles, was du meintest, bei ihr zu finden oder mit ihr zu binden, nun lösen kannst. Jetzt bedanke dich für die Begegnung und nehme Abschied, wenn nötig. Mache nun einen tiefen Atemzug und lass dir Zeit, wieder in das Hier und Jetzt zu gelangen. Wenn du magst, mache ein Ritual, um das Erlebte zu verfestigen. Wiederhole die Übung, so oft du es brauchst.